Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Satisfactory. Mein Name ist Pat Eddy und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich werde gerade verbaut. Denn an meiner Seite ist natürlich wie immer der liebe Timo. Hallo, hallo. Und ja, es geht einfach weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben ja diese coolen Kohlekraftwerke aufgebaut, beziehungsweise der Timo hat das gemacht. Ich habe mich da hinten um diese kleine, unbedeutende Kohleleitung gekümmert. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben da schon ein ordentliches Netzwerk an Röhren. Wenn wir die grau machen würden und ein bisschen warten, bis dunkel ist, könnte man sagen, wir sind in Gotham City. Ich bin Batman. Nee, ich bin Batman. Range and Danger. Okay. Also, ich meine, ich würde gerne mal ein Batman mit österreichischem Dialekt hören, so wie ich bin der Batman, Alter. Das wäre sicher der absolute Burner. Der Wiener Batman. Der wäre doch grenzgenial, oder? Nur wenn du einen Österreicher fragst, hey, gibt es einen Wiener Batman, würde er sagen, ja, das ist der Mundl. Aber den kennst du leider nicht. Ja, der Mundl, das ist so ein Urgestein an österreichischer TV-Kultgeschichte. Aber ein Wiener Batman wäre es. Okay. Wer bist du? Ich bin die Gerechtigkeit, Alter. Ja. Egal, machen wir weiter mit dem, warum wir hier sind. wir haben natürlich offscreen ein bisschen weiter getan, beziehungsweise der liebe Timo hat auch ein bisschen weiter getan, wie ihr da in der Ferne sehen könnt, haben wir schon unser Plateau für den Weltraumlift in etwa geplant und aufgebaut. Und wir waren auch auf der Suche nach Wasser. Das kostbare Gut. Wir waren da kilometerweit weg und haben Wasser gefunden und am Rückweg haben wir dann gesehen, genau über dem Hub ist auch ein kleiner See. Ja. Da werden wir sich jetzt hinbauen. Das heißt, wir müssen jetzt hier diese Wasserröhrenleitungen Dinger irgendwie dort rüberbringen, dort raufbringen, wo mein Cursor gerade ist, und dort werden wir dann so Wasserpumpen bauen. Und du hast gesagt, wir brauchen 3 Stück, nicht wahr? 3 Water Extractors, genau. Okay, sehr gut. Dann werde ich jetzt einfach hier mal diese Kupplungen weiterbauen, während du dich hier um die Kurven kümmerst. Denn ich möchte mich jetzt natürlich auch ein bisschen spielen. Dann muss nämlich zuerst mal das hier weg. Das wird interessant. Die haben wahrscheinlich auch wieder so einen Maximalabstand, wie die Förderbänder. Vermute ich jetzt mal. Ich gehe davon aus, ja. Okay, dann werde ich hier mal ganz vorne wieder welche setzen und dann circa in der Hälfte. Dann sehen wir, ob das was bringt. Wie dicht sind die da dran? Nicht sehr dicht, okay. Du kannst ja gerne auch die Rohre schon gescheit ziehen. Ja, das werde ich jetzt eh probieren. Ich möchte mal schauen, wie weit ich überhaupt komme. Komme ich bis hierher? Ist es überhaupt gerade? Hier ist es gerade. So. Geht sich das aus? Nein, es geht sich nicht aus ums Arschlecken. Aber das macht nichts. Wir haben ja eh vermutet, dass wir hier dann Pumpen einbauen müssen. Dann werde ich hier gleich ein Fundament... Wie groß sind denn die Pumpen? Weißt du das? Circa auswendig? Die sind relativ groß. Wie genau? Ein Fundament? Geht sich das aus? Ja, ein Fundament müsste sich ausgehen. Aber die sind so ein Stück schräg versetzt. Okay. Aber muss mal schauen. Ich warte jetzt einfach mal auf dich. So. Was? Passt der Winkel? Der passt. Okay. Bei mir verschwinden Rohre und tauchen wieder auf. Interessant. Okay. Ich werde das weiter beobachten. Wenn das wieder passiert, dann... Dann müssen wir mal umswitchen. Werden wir umswitchen. Oh, scheiße. Haha. Jetzt hast du die Kurve weggenommen. Aha. Okay. So, ich meine, ich kann ja mal... Okay, So. Ah, die werden auf ein Rohr gesetzt. Genau, an ein Ohr dran. Ohr, genau. An mein Ohr? Ohr, ja, so ein Ohrring brauche ich nicht, danke. Dann werden wir das einfach so machen. Ich werde die da verbinden. Jetzt bin ich dagegen gelaufen. Oh no! Oh, da werden wir jetzt möglicherweise an ein Problem stoßen. Und zwar? Die
fast. Können wir die Pumpen so aneinander setzen? Verkehrt rum? Musst du umdrehen, glaube ich. Verkehrt rum, das ist recht. So. Achso, dass du die ins Dings reinklippen meinst, oder? So. Ah ja, es ist kein Problem. Geht sich aus? Okay, perfekt. Funktioniert. Gut. Die klippen jetzt zwar schön ineinander rein, aber... Aber das ist ja egal, die sehen wir ja nicht sehr oft. So. Genau. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert. Ich komme da nicht raus, nein! Na, doch, das ist geschafft. Oh ja, oh ja, 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 sehr gut. So, dann mache ich hier das. Wie bitte? Placement. Ich, okay. Irgendwie. Was machst du da? Will er gerade nicht. Du hast die hier aneinander gebaut? Irgendwie? Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe nicht mal ein Baugerät in der Hand gehabt. Okay. Warte mal kurz. So, wenn ich jetzt... So. Jetzt passt. Ich möchte mal kurz was probieren, okay? Weil natürlich. Irgendwie wirkt das gerade sehr laggy. Ich klicke hier in der Mitte drauf. Ich will das... Bis hierher. Okay, ich muss ein bisschen warten. Also... Es ist jetzt doch ein bisschen anders, weil diesmal bin ich nicht Host, sondern der liebe Timo ist Host. Und es will nicht immer so ganz, wie ich es will. So, das mache ich, damit ich da auch wieder rauskomme. Genau. Ach, schaut das gut aus. Oh, ich habe das Gefühl, dass wir einen Snap-Point nach, also in die Richtung nach links gewandert sind, oder? Nein, ich habe das extra, hab da extra aufpasst drauf, dass die von der Wand genauso weit abstehen. Das wirkt jetzt wahrscheinlich nur wegen den Pumpen da hinten. Das ist gut möglich. Weil hier sind wir genauso weit weg wie vorne. Ja, gut, kann sein. Versucht extra darauf zu achten. Weil wenn ich mich hier herstelle, ja, definitiv. Das ist, wenn du oben stehst, 1-1. Siehst du, dass das eine gerade Linie ist, ja. Schauen wir mal. Das sind nur die Pumpen, die da ein bisschen irritieren. Ja, höchstwahrscheinlich. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder anfangen, diese Dinge hier zu setzen. Wir müssen aber mit der... Achso, wollen wir die Richtung... Ja, stimmt. Können wir eigentlich sofort Richtung Hub machen, ne? Das Hub kommt ja da hinten dann sowieso weg. Das kommt weg, genau, ja. Wir könnten eben schauen, dass wir da zum Hub kommen. Mhm. Und dann wieder in einer scharfen Kurve nach links. Von uns aus gesehen jetzt den Hügel rauf, was ja dann im Endeffekt eigentlich ein Gefälle ist, wo das Wasser runterstürzt. Mhm. Und oben machen wir dann weiter. Dann werden wir es aber so machen. So dumm das jetzt klingt, ich werde dir hier jetzt mal alle Sachen geben für die Rohre. Okay. Und ich werde mal ein bisschen Beton schnappen und werde schon mal Fundamente nach oben ziehen, dass wir oben auch auf derselben Ebene und im selben Winkel sind. Okay. So. Perfekt. Und ich hole mir jetzt noch ein bisschen Beton. Und werde versuchen, das natürlich irgendwie alles jetzt einmal nur provisorisch zu richten und danach kann man es ja dann schön machen. Mhm. So. Ich würde sagen, wir gehen dann um die Kurve in etwa... Ja, da müsste man eigentlich jetzt das Hub schon wegnehmen. Ja, dann können wir das ja machen. Das werde ich gleich machen. So, da steht jetzt eine Kiste herum, ja, ich weiß, aber ich bringe nur schnell das Hub darüber. So schön diese Plattform auch ist, die wir da gebaut haben. Schnellere Transportmöglichkeiten wären jetzt schon sehr hilfreich. Ja, man kennt's. Weil das ist jetzt wirklich so, dass man wirklich, okay, es ist schön, man muss nicht mehr hüpfen, man muss nicht mehr klettern, man muss nur geradeaus laufen, aber genau dann merkt man erst,
wie, ja, wie lang man da ist, läuft. Ne? Genau. Ja. So, ich möchte gerne das Hub bauen. Wie stellen wir denn das hin? Wäre eigentlich dafür, dass wir das da quer hinstellen. Ich nehme die ganzen anderen, hier die Craftbench und sowas nehme ich mal mit. Ich hab's natürlich und verkehrt gemacht. So. Sehr schön. Was aßte? Ah, die Kiste. Klumpert aus der Kiste, alles wieder hin und her richten. So, du hast den Rest jetzt schon mitgenommen, die restlichen Werkbänke die und das Ganze? Die Crafting Stations und sowas habe ich alles mit. Okay, perfekt. Aber das Hub passt ja perfekt da drauf, das ist ja... Sensationell, ja, ja, ja. Und es ist sogar noch schön Platz für die anderen Teile, also... Genau. Du musst aber noch das Schwefel und sowas musst du noch mitnehmen. Ja, das hole ich eh, das, da bin ich schon am Weg. Gut. Wunderbar. Weil es ist sicher nicht alles ausgegangen, was in der Hubkiste war. Jetzt sehe ich gerade, da oben ist ein Mond. Ja. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Cool. Wir sind auf irgendeinem fremden Planeten. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Vielleicht haben wir auch zwei Monde. Wir haben sogar zwei Monde, schaut erst mal an. Hier in Richtung Süden, Südwesten, so Süd-Südwest ist noch ein Mond. Tatsache, ja. Na, ist das cool. Die Gezeiten müssen auf diesem Planeten eigentlich mega komisch sein. Ja, es dürfte eigentlich gar nicht so friedlich auf dem Planeten sein. Was Physics, jetzt? Oh, schlechtes Spiel, scheiß Spiel. So, kann man ja mal ein Auge zudrücken. Lustigerweise ist die Aufbewahrungsbox noch immer da, obwohl ich alles rausgenommen habe. Ja, dann solltest du die mal abbauen. Echt? Okay, Tatsache. Verdammte Kacke. Ich sag gar nichts mehr. Ja. Das war die Kiste, die du aufgebaut hast, genau. Ich dachte, das war jetzt noch die Kiste vom Hub. Nee, die habe ich schon mitgenommen. Ja, 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 okay. Verdammte Kacke. So. Das heißt, ich werde da jetzt wieder so eine kleine Kiste aufbauen für den ganzen Schwefelzeugs. Schaut das cool aus. So, das heißt, wir bauen hier wieder eine kleine Kiste auf. Logistik. Nee. Organisation? Ja. Jo. Gesamten Schwefel hinein, sehr gut. So. Okay, dann hätten wir das jetzt auch geschafft und dann können wir da hinten ja weiter die Rohre verlegen, ne? Genau. Das Einzige, was glaube ich noch fehlt, ist dieser Awesome Ticket Store, aber den... Den hatte ich abgebaut, den habe ich vergessen wieder hinzubauen. Ja, das ist gut, ja, dass du mich dran erinnerst. Der ist jetzt auch nicht wirklich relevant, weil wir haben eh noch keine Tickets von diesem Awesome Shredder. Da hinten steht auch noch ein Container voll mit Biosprit, der dann auch irrelevant ist und obsolet. Wobei ich den so ein bisschen benutzen würde, einfach so in die Dings reinschmeißen, ne? Genau. Also den Biosprit dann einfach in die Hub-eigenen Generatoren rein. So. Nein, wieso baust du die ab? Achso, weil ich die anders setze. Stimmt. Damals?
Ich möchte nur ein bisschen schöner. Setzen wir die doch später. Erst lass uns da erstmal hier die Rampe hochbauen. Ne? Habe ich kein Problem damit. Dann mache ich jetzt mal die. Ja, Rampe möchte ich ja hier dann da, wo du stehst, circa bauen. Ich möchte aber hier jetzt mal nur grob schnell Fundamente raufziehen. Schaut jetzt einmal kacke aus, aber es geht mir nur darum, dass ich dann oben. Wenn ich willst du die Rohre hier gerade runterbauen? Sie müssen nicht gerade runtergehen, sie können ja in einen leichten schrägen Gefälle, aber dahinter eine Wand, eine gerade Wand, das hätte ich schon gern. Okay, ich hatte jetzt gedacht, wir bauen hier eine Rampe hin und die an der Rampe dann die Rohre hoch, aber nee. So ist auch in Ordnung. Dann machen wir, damit das dramatischer ausschaut, hätte ich gesagt, machen wir da eine gerade Wand, wo wir die dann schräg im, keine Ahnung, 45 Grad Winkel oder so runterfallen lassen. Wir können sie auch einfach im 90 Grad Winkel runter machen, mir ist das scheißegal. Da ist jetzt die Frage, weil wir gerade über die Physik von dem Spiel geschimpft haben, wie gut funktioniert das dann tatsächlich? Bringt das dann wirklich was, wenn wir sagen, wird sich zeigen. Zur Not bauen wir nochmal irgendwo anders eine Pumpe rein, ne? Ja, wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Nicht genügend Freiraum. Echt, jetzt stört mich der kleine Vogel da. Ja, Tatsache. Ich halte es im Kopf nicht aus. So. Dann, muss da oben. Machen wir das so? Gut. Ich dachte, wir bauen jetzt einen weiter hinten noch, aber naja, egal. Ich tue da jetzt wieder die ganze Natur entfernen. Ich stört ja das Grünzeugs. Das Ganze. Achso. Bist du oben oder wo? Ja, ich bin schon oben. Achso, du bist schon oben. Kannst du Biosprit mit draufnehmen? Bist du so lieb? Mach ich. Wir haben dann nämlich ein paar Bäume zum Vernichten. Zu Boden mit den Bäumen. Absolut. Das typische Bäume-Problem. Genau. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder Rampen. Das Bäume-Problem kenne ich aber auch zum Beispiel aus Battlefield. Da waren es immer die Flugabwehrbäume. Die Flugabwehrbäume, ja, die sind gemein. Genau. Die kenne ich nämlich auch allzu gut. Ich war halt nicht der Flieger, ich war eher der Heli-Pilot. Ich auch. Weil ich liebe es, Heli-Fliegen in Spielen. Es muss tatsächlich gar nicht so breit sein. Wir brauchen ja nur Dreier, ne? Ja, also, ja, aber ich tue ja schon vorausplanen. Wer weiß, vielleicht kommt da oben noch irgendwann mal was her. Okay. Wir hätten ja auch nicht diese riesengroße Fläche da unten machen müssen, aber wir haben es getan, weil... Warum nicht? Wer kann, der kann. Gut. So, okay. So. Dann fange ich ja schon mal an mit den Rohren. Ja. Die Physics von dem Spiel sind aber eigentlich relativ akkurat, soweit ich das in Erinnerung habe. Du gehst aber, du hättest mit den Dingen ein bisschen weiter vorgehen können, gell? Das ist jetzt nämlich mehr als 90 Grad, das ist schon negativ. Bist du dir sicher? Ja, ich sehe es wunderschön von meiner Perspektive hier. Tatsächlich. Einen weiter vor. Boah, jetzt wäre ich fast runtergefallen. So, die blöden Bäume. Jetzt hole ich mir selbst meinen Sprit. So, jetzt ist es aber. Meinst du, jetzt ist jetzt 90 Grad? Der erste passt, ja? Der vordere. Der erste? Ja, der erste passt, stimmt, du hast recht. Ich glaube, ich habe im Moment ein bisschen Knick in der Optik. Ja, du, mach dir nichts. So habe ich dich ja, ne? Genau. Für alles andere habe ich dich. Ja. Gut, sorry. Ein bisschen im Weg gestanden. Da können wir gleich eigentlich das Ding hier machen. Zack, 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 zack. So. Dann hole ich die hier mal ab. Was ist das? Passt du da rein?
Ja. Sensationell. Und ich werde da oben schon mal die alles vorbereiten, dass du mit den Rohren runterkommst zum Wasser. Okay. Ich und mein Freund. Kettensäge. Ja. Habe ich das gelesen. Muss dir eine Axt kaufen, die Axt Freundschaft nennen und mit Freundlichkeit und mit Freundlichkeit auf Menschen zugehen. Bestimmt effektiv, um neue Freunde zu finden. Definitiv, ja. Irgendwie habe ich gerade ein kleines Leck-Problem. Okay. Ich heb Büsche Inwiefern? Auf und er macht die Animation ein paar Mal. Und es dauert 1, 2, 3, 4, 5, 6, viele Sekunden, bis er den Busch wirklich aufhebt. Ah, oh, okay. Ich mache mal weiter. Weil wahrscheinlich geht es jetzt nur ums Aufheben und Sägen. Kann man irgendwo seinen Ping sehen? Das kann man tatsächlich. Spiele ja, vorbei. Du hast auch gerade einen 1000er Ping. Wow. Ja, aber es dürfte dann trotzdem nur eine Sekunde sein und nicht 5, 6 viele. Interessant. Ja, ich möchte jetzt mal kurz schauen, wie das ist, wenn ich jetzt was bauen möchte. Ob das da genauso schlimm ist. Weil ich habe jetzt schon mal das Größte wieder hier aus dem Weg geräumt, was störend sein könnte. Okay. Okay. Das hat jetzt mal kurz geholfen. Ja, okay. Also wenn ich Probleme habe mit dem Aufheben, einfach irgendwas platzieren und bauen, dann geht es wieder ruckzuck weiter. Okay. So, ich habe die Strompfosten auch wieder platziert. Ich musste leider mit diesem Vogel. Die Rohre liegen auch. Du doofer Vogel. Dann würde ich schon mal die Water Extractors platzieren. Okay. Passt da die so etwa groß ist, müssen wir dann natürlich sowieso die Rohre ein bisschen anders verlegen. Ja, ne? Natürlich, keine Frage. Da müssen wir dann zwei Abzweigungen machen und so weiter. Aber ich denke mal, von der Rampe her, die ich da jetzt gebaut habe, wird das ja passen, oder? Sollte. Weil primär kommst du eh von da. Das heißt, wir werden wahrscheinlich sogar hier eine Pumpe wieder brauchen, die das darauf pumpt. Die Water Extractors schaffen als Headlift 10 Meter. Ah, okay. Ja, das hast du ja exakt. Genau. Dann könnte sich das ja ausgehen. So, die stehen jetzt auch schon. Dann fange ich mal an, Strom zu verlegen, weil die brauchen ja Strom. Ja. Willst du die nicht noch eine weiter tiefer bauen? Obwohl, nee, du kannst ja, stimmt, kannst auch dahin. Alles gut. Ja, du musst das ja eh alles arrangieren einmal. Ja. Mit den Rohren. So, kann ich das jetzt daher pflanzen? Tatsache. Aber so können wir auch sagen, da unsere Rohre nicht grau sind, wir bringen ein bisschen Farbe rein. Genau, in diesen trostlosen Alltag vom Planeten. Genau, es ist alles so grün und deswegen bringen wir halt ein bisschen Orange rein. Was sagst du? Doofer Vogel, verpiss dich. Danke. Also es könnte sein, dass wir doch hier eine Pumpe brauchen. Ich denke, das sind mehr als 10 Meter. Schon, gell? Ja. Weil was ist so ein großes Fundament? 2,5 Meter, 3 Meter? Du fragst Sachen.
Ja, natürlich, du bist ja der Pro. 8 Meter mal 4 Meter. Also eine große Foundation ist 4 Meter hoch. 4 Meter, okay, wir sind Ja. zweieinhalb hoch. Das sind genau 10 Meter. Ja, also ich will, und die sind ja auch noch ein Stück weiter drunter, Ja, die Dinger. okay, Also wir dann legen es nicht drauf an. pumpen. Ich würde sagen, wir bauen hier Pumpen rein, ne? So, sie sind auch in der richtigen Richtung. Jetzt will Sehr ich sie nur schön. ungefähr auf dieselbe Höhe machen. Ja, selbstverständlich. Ach so. Ach, und das sind diese Wasserpumpen. Die schauen aber cool aus. Schwimmen die? Die schwimmen. Ja, die schwimmen. Du kannst da sogar drüber gehen, ne? Also da, die haben ja Ich so sehe ein. es gerade. Ich versuch's gerade. Ja. Ah. So. Das ist aber nett. Hier noch eine Powerpole hin. So. Okay. Ja, das musste so sein, weil wir sonst nicht Ja, sicher. Weil du die musst zu vielen ja. Anbindungen haben. Ja. Genau, du brauchst Wir ja haben sonst zu viele drei und Anbindungen, das genau. ist das Problem, ich weiß. Willst du das hier noch ein Stück weiter bauen oder soll das hier so Nee, aufhören? nee, also ich wollte nur fragen, soll ich da jetzt schon mit einer Rampe wieder runtergehen? Mir ist das wurscht, such dir das aus. Weil ich würde fast sagen, versuch doch. Zu Nee, der jetzt leider nehmen wir das nochmal. weg. Muss ich abreißen, ich komme sonst nicht vorbei. Ach so, okay, ja. Darf ich nur kurz was ausprobieren und Aber zeigen? natürlich. Und zwar würde ich vielleicht sogar raten, dass wir sagen, wir versuchen das jetzt hier irgendwie so cool zu machen, indem wir sagen, das ist ja für diesen ersten, fürs erste Rohr und der geht dann rüber in diese Ja, Richtung. genau. Und das zweite Rohr können wir dann schon versuchen, hier auszurichten. Dass wir da wieder mit Kurven und so weiter arbeiten. Und Okay. dasselbe hier. Ah, du willst das also alles wieder in rechten Winkeln machen? Alles klar. Genau, ja. Ja, ich würde den genau hier auf die Kante stellen. Na, ich habe nicht gerade noch gehabt, dass Okay. die blaue Linie, das ist dann hier. Oh, ja, mach mal. Ja. Da müsste ich das aber da eigentlich auch schaffen. Nee, nicht zwingend, weil die ja nicht snappen, die Water Extractors, sondern die sind willkürlich hingestellt. Ah, okay, gut. Dann wird das hier schon passen. Ich habe übrigens nicht mehr genug Kupferdinger, also du müsstest dann. Okay, 2, das heißt, ich habe auch keine Kupferdinger mehr. Ich habe dir alle gegeben. Haben wir Okay, noch genug dann Kupfer? wenn du alles mitgen. Dann nicht. Oh Gott, nein. Und das Problem ist natürlich, dass der liebe Timo und ich die gesamte Produktion schon abgerissen haben. Und somit aktuell nicht wirklich. Ich komme da nicht drüber. Ah, ich komme da hinten durch. Aber wir haben ja Kupferdrähte. Achso, nein, da brauchen wir Kupferbarren, Wir brauchen oder? Körperingots, genau. Kacke. Okay, Wir können aber, das ist überhaupt kein Problem, da unten nochmal schnell was anschmeißen. Habe ich alle Sachen dabei für einen. Nein, einen für den. Biomassebrenner. Nee. Ich will hier da hinten nochmal schnell die Dings anschmeißen, die Kupferproduktion, also Kupper-Dings-Produktion. Ja, aber Strom brauchen wir ja trotzdem dafür. Ja, da habe ich einen Biogenerator jetzt mal schnell angeschmissen. Okay. Ist überhaupt kein Problem. Wobei, ich schmeiß mal ein paar mehr an. Die verbrauchen ja sowieso nichts. Gut, das heißt, wir brauchen, du musst wieder die verbesserten Stahlplatten mitnehmen. Genau, da habe ich welche von. Ich brauche lediglich einen, hier den Bohrer, den Portable Miner.
Wieso? Da oben steht ja eh ein Kupfermeiner. Achso, gut, dann stimmt, machen wir es da. Ich wäre jetzt hinter die Kohlekraftwerke gelaufen, aber das ist sogar noch eine bessere Idee. Ja, weil wir ja schon in der Nähe sind. Die Frage ist natürlich... Ah, okay, du hast die vom Strom abgehängt. Deshalb, okay. Genau. So. Ich habe keine Kabel mehr. Verdammte Kacke. So. Ich habe aber alles dabei. Okay. Dann produzieren wir hier jetzt schnell mal ein paar... Copper Sheets. Du kannst aber mal die Dings verbinden, wenn du das möchtest. Das kann ich natürlich machen, ja. Sheets, Sheets, Sheets. 20 pro Minute braucht der. Das heißt, den können wir dann mal ein bisschen boosten. Nein, mit Rohren müssen die nicht angeschlossen werden, dafür aber mit Kabeln. Wäre klug. So. Ich spiele schon wieder mal Touristen und mache lauter Fotos. Okay. So. Der sollte dann auch Copper Sheets produzieren. Was kann der denn eigentlich maximal machen, wenn wir den jetzt so auf er hat immer 250% stellen? So. 50 kann der produzieren, wenn wir den hier auch auf 50 hochballern, das sind 45, 50, so, und dann ballern wir den hier auch auf 50 hoch, beziehungsweise machen ihn runter. Sag, läufst du immer mit Elektroshards herum? Normalerweise schon, die sind ultra praktisch, die Dinger. Definitiv, ja. Das auf jeden Fall. So. Okay, ich habe da ein weirdes Tiering ein bisschen, was die Förderbänder angeht. Manchmal gehen sie richtig flott und dann gehen sie im Schritttempo. Okay. Ja, ich glaube, nach der Aufnahme machen wir dann, switchen wir dann mal wieder um, oder? Ja. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Dann werde ich so machen. Dann sind wir jetzt eh gerade bei 30 Minuten. Dann werde ich mich an der Stelle jetzt wieder kurzzeitig von euch verabschieden. Für euch ist es eh wurscht, weil ihr seht ja eh nur Folge für Folge. Aber wir werden da kurz einen Switch machen. Wieder Host wechseln, dass wir das vielleicht irgendwie hinkriegen. Und vielleicht haben wir ja heute das Glück, dass in Timo sein Netzbetreiber keine minutenlangen Werbungen reinwirft. Und ja, das heißt, wir sehen uns das nächste Mal wieder. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Tschüss.